Jüdisches Leben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete das endgültige Ende des deutschen Judentums, wie wir es in seinen religiösen, kulturellen, ökonomischen und sozialen Ausprägungen kannten. Vor dem Beginn der Nazizeit war das Deutsche Reich ein Anziehungspunkt für Juden, besonders aus Osteuropa. Die Möglichkeiten, die Deutschland in Bezug auf Bildung und Karriere, bot, machten es trotz fraglos vorhandenem Judenhass und Antisemitismus zu einem Vorbild für politische Hoffnungen in Polen und Russland. Eine relativ tolerante öffentliche Gesinnung, interessante Aufstiegsperspektiven, ein stabiles Rechtssystem im Kaiserreich und der Weimarer Republik machten aus Deutschland ein begehrtes innereuropäisches Migrationsziel durchaus vergleichbar mit dem hoffnungsvollen Bild, das sich Millionen Emigranten von den USA machten. Das unter diesen Bedingungen entfaltete deutsche Judentum ging im Nazireich auf immer unter. Die Vermutung und vielleicht auch die Hoffnung jüdischer Organisationen, dass es nach dem Mord an nahezu 6 Millionen Juden aus ganz Europa keine jüdischen Gemeinden mehr in Deutschland geben würde und sollte, hatte sich nicht bewahrheitet. Auch wenn die Zahlen, wie wir gerade gehört haben, aus dem Vorkriegsdeutschland, in dem etwa 500.000 eingetragene Mitglieder in jüdischen Gemeinden lebten, längst nicht erreicht sind, kann man doch davon sprechen, dass es ein bundesrepublikanisches Judentum gibt, dem allerdings heute nicht anzusehen ist, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Gleich zweimal in den knapp 70 Jahren nach Kriegsende hat die jüdische Gemeinschaft einen dramatischen Neuanfang zu verkraften, dessen Dynamik in seinen Konsequenzen nur zu ahnen ist und etwas gänzlich Neues bedeutet, auch wenn die Metapher deutsche Juden oder deutsches Judentum im Rückgriff auf historische Bezüge immer wieder bemüht wird. Nach Kriegsende kehrte eine Handvoll deutscher Juden in ihre Geburtsstätte zurück, wo sie auf eine große Gruppe Überlebender aus Osteuropa trafen, mit denen sie zwar das Schicksal der Verfolgung teilten, sich aber in Lebensart, Bildungszielen, Familienplanung oder Religionsverständnis deutlich unterschieden. Diese tiefgreifende demografische Veränderung hat sich seit 1990 ein zweites Mal vollzogen, als nach dem Beginn der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion das Zahlenverhältnis von Neuankömmlingen zu Alteingesessenen ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt wurde. Bildeten nach 1945 die deutschen Juden noch etwa gut ein Drittel aller Gemeindemitglieder, stellen die Juden der alten Bundesrepublik gegenüber den Neuankömmlingen nur noch etwa 20% und sind damit in der absoluten Minderheit. Man muss also wiederholt von einem Neubeginn sprechen, der gegenwärtig sowohl hoffnungsvoll als auch konfliktreich jüdisches Leben und Judentum in Deutschland definiert. Heute leben wieder weit mehr als 200.000 Juden in der Bundesrepublik, von denen etwa 110.000 Mitglieder in jüdischen Gemeinden sind. Nahezu 80% sind in den letzten 20 Jahren als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen. Ihre Erwartungen an dieses Land werden denen aller Immigranten gleichen, auch wenn die Gründe für die Entscheidung, hierher gekommen zu sein, sich deutlich voneinander unterscheiden. Eine besondere Bedeutung wird den Juden in der Bundesrepublik immer noch beigemessen, mal skeptisch beargwöhnt, mal umworben, als Symbole der Vergangenheit und ihrer politisch korrekten Bewältigung. Ob das in Zukunft so bleibt, mag dahingestellt sein, und ob diese symbolische Rolle wünschenswert ist, ebenfalls. Für die schwierige Frage, wie eine Gesellschaft nach vielen Jahrzehnten die kriminellen und genozidalen Verbrechen ihrer Vorgänger in ihre Gegenwart und Zukunft integrieren kann, gibt es keine einfachen Antworten. Es ist letztlich ein wechselvoller Prozess, der nur nachträglich verstanden und interpretiert werden kann. Gestatten Sie mir bitte zunächst,
auf das bundesrepublikanische Judentum, eine heterogene Gruppe von Menschen, die mehrere Jahrzehnte brauchte, um einen Modus des entspannten Zusammenlebens zu entfalten, zurückzukommen. Viele von ihnen waren Überlebende der Vernichtung aus Osteuropa, die niemals eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten und die nach Kriegsende in Deutschland hängen blieben. Zunächst in den Displaced Person Camps der Alliierten, in denen sich Überlebende und Flüchtlinge, Heimatlose und Verschleppte in den ersten Nachkriegsjahren sammelten. Andere sind aus der Emigration bewusst nach Deutschland zurückgekehrt. Manche Linke mit der großen Hoffnung in das neue Deutschland, die DDR, die meisten aber in die Bundesrepublik. Eine größere Gruppe deutscher Palästina-Emigranten, die in Israel keine Chance für sich und ihre Familien sahen, kamen ab Mitte der 50er Jahre nach Deutschland. Eine Reihe osteuropäischer Überlebender, die zwischen 1946 und 1948 von den DP-Lagern in den Besatzungszonen nach Übersee ausgewandert waren, kamen ebenfalls nach Deutschland zurück. Die politischen Konjunkturen und Krisen der Nachkriegszeit haben immer wieder auch jüdische Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. 1957 aus Ungarn, 1957 und 68 aus Polen infolge antisemitischer Spannungen, 1968 aus der Tschechoslowakei, während der 1970er Jahre aus der Sowjetunion im Zuge der Let My People Go-Kampagnen. Hamburg kann eine kleine, aber für das religiöse Leben der Gemeinde wichtigen Teil iranischer Juden begrüßen. Israelis sind aus den unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland gekommen, um hier Glück zu versuchen. Interessanterweise viele, deren Eltern aus Deutschland geflohen waren. Wir haben es also mit einer sehr heterogenen Gruppe zu tun, deren Zahl bis 1990 mit um die 30.000 erstaunlich stabil blieb. Zuwanderung und Abwanderung hielten sich im Gleichgewicht und machten aus der Juden in Deutschland eine kleine, kaum wahrnehmbare Gruppe. So unterschiedlich die Herkunft und die Erfahrungen der Eltern mit Verfolgung, Emigration und Flucht waren, so mannigfaltig sind die Haltungen ihrer Töchter und Söhne zu einem Leben in diesem Land. Ein gemeinsamer Ausgangspunkt ist in dem Umstand zu sehen, in einem Land aufgewachsen zu sein, dass das Schicksal ihrer Eltern so nachhaltig und grausam beeinflusst hat. Heute tritt mit der sogenannten ersten Nachkriegsgeneration eine nicht mehr ganz junge Gruppe von Gemeindepolitikern die Nachfolge an, denen eine unbefangene und unbelastete Kindheit und Jugend ungewollt und unbewusst verweigert wurde. Die Verfolgungserfahrung der Eltern lastet untergründig und sprachlos auf der Psyche ihrer Kinder. Besonders die Überlebenden aus Osteuropa, die 1945 hier strandeten, waren mit vielfachen Widersprüchen konfrontiert. Sie hatten nicht nur ein barbarisches und erniedrigendes Schicksal überlebt, viele kamen auch aus einer Welt, in der traditionelle religiöse Normen den Alltag bestimmten. In dem Maße, in dem sie als Einzelne ohne Eltern und Geschwister überlebten, verstanden sie Familienloyalität als ein Festhalten an ihren Traditionen und Bräuchen und reagierten besonders gereizt bei der Aussicht, ihre Kinder an die fremde Gesellschaft zu verlieren, zumal die der Mörder ihrer Familien, wenn sie nicht jüdisch heirateten. Nicht selten delegierten die Eltern ihre nicht realisierten Auswanderungswünsche an ihre Kinder, von denen tatsächlich viele nach dem Schulabschluss tatsächlich ins Ausland gingen. Manche versuchten sich in Israel anzusiedeln und für viele, die sich mit Israel so identitätsstiftend identifizieren, kamen dann sehr bald zurück. So bedeutsam die Identifikation mit Israel für zahlreiche jüdische Jugendliche war, so häufig bedeutete diese Erfahrung in diesem Land eine Enttäuschung, weil es weniger darum ging, in einem jüdischen Staat zu leben,
als vielmehr darum, nicht mehr in dem Deutschland ihrer schwer traumatisierten Eltern zu sein. So kehrten die meisten irgendwann zurück oder setzten die Suche woanders fort. Die Identifikation mit Israel als einer internalisierten Heimat wich einer sich zunehmend kritisch verstehenden Perspektive auf die Nahostpolitik, die die jüdische Nachkriegsgeneration nicht selten in Konflikt mit den übrigen Mitgliedern von jüdischen Gemeinden brachte. Eine andere, allerdings sehr kleine Gruppe von Überlebenden kann als nicht-jüdische Juden bezeichnet werden, zu denen die sozialistisch eingestellten deutschen Juden, aber auch die sogenannten polonisierten Juden gehörten, die zwischen 1957 und 1959 während der Tauwetterphase Gomułkas Polen verlassen hatten, aber auch viele Juden aus den kommunistischen Staaten Osteuropas. Sie interessierten sich zunächst weniger für Israel und die Synagoge, wurden aber in der bundesrepublikanischen Atmosphäre schnell zu jüdischen Juden, was in anderer und abgeschwächter Form auch auf die sogenannten Kontingentflüchtlinge zutrifft, wie wir später noch sehen werden. Ich möchte für die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs 4 ausschlaggebende Perioden vorschlagen. Erstens die unmittelbaren Nachkriegsjahre, in die die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und Israel fällt, wie auch die Ratifizierung des Bundesentschädigungsgesetzes und der Beginn der großen NS-Kriegsverbrecherprozesse. Zweitens Ende der 60er Jahre und die 70er Jahre, die gekennzeichnet sind durch den Sechstagekrieg, den Beginn der palästinensischen Flugzeugentführungen und Bombenanschläge, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit dem Staat Israel, der Studentenbewegung und der Implementierung der Geschichte des Nationalsozialismus an den hiesigen Universitäten. Drittens die 80er Jahre, in denen der Neubau von Gemeindezentren und Synagogen davon zeugen, dass es keinen Zweifel mehr an einer Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland geben kann. Und schließlich viertens die 1990er Jahre, die mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Hemisphäre zu einer Massenzuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion geführt hat, die ich im Weiteren mit der russischen Bezeichnung Jevrei benennen möchte, um sie von den Zuwanderern aus den 1970er Jahren zu unterscheiden. Die Integration der Jevrei hat sich zudem auf dem Hintergrund des öffentlichen Eingeständnisses abgespielt, dass die Bundesrepublik Deutschland de facto ein Einwanderungsland mit einer Vielfalt an Religions- und Herkunftsgemeinschaften ist. In der ersten Phase unserer Betrachtung ist das Verhältnis der jüdischen Gemeinschaft zur deutschen Umwelt durch eine kategorische Ablehnung sozialer Beziehungen gekennzeichnet. Auch von deutscher Seite gab es in jenen Jahren wenig Interesse, sich mit der moralischen und materiellen Hypothek der Massenvernichtung zu beschäftigen. Deutschland war mit dem Wiederaufbau seiner zerstörten Städte, mit der Eingliederung seiner Ostflüchtlinge und der durch den Kalten Krieg bedingten politischen Integration in das Westbündnis beschäftigt. Wenn die Vergangenheit thematisiert wurde, dann meist im Hinblick auf das Leid, das der Krieg über die deutsche Bevölkerung gebracht hat. Das Schicksal der jüdischen Überlebenden wurde bestenfalls mit dem der Ostvertriebenen verglichen. Die Hunderttausende von Juden, die sich in den ersten Jahren in den alliierten Besatzungszonen aufhielten, lebten ihrem Selbstverständnis nach auch gar nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien oder den USA. Der Frankfurter Rabbiner Wilhelm Weinberg sprach von den gepackten Koffern, auf denen die Überlebenden in Deutschland sitzen würden. Die meisten der damals fast 200.000, die sich nach 1945 in den Besatzungszonen Deutschlands fanden, sind nur kurz geblieben und wanderten bald in die USA, nach Palästina, Südamerika, Australien oder in andere Länder nach Übersee aus. Die kleinen überalterten Restgemeinden in den Städten vereinigten sich schließlich mit den verbliebenen Juden aus den Displaced Persons Camps, die sich diesem Exodus nicht angeschlossen hatten.
Etwa 20.000 sind in Deutschland geblieben, führten aber in jeder Hinsicht ein isoliertes Dasein. Die neu gegründeten Gemeinden wurden von den internationalen jüdischen und zionistischen Organisationen radikal abgelehnt und pflegten selbst keine Beziehungen zu ihren deutschen Nachbarn. Dadurch wurde die Mentalität verstärkt, das Leben in Deutschland als vorläufig und vorübergehend zu betrachten und Auswanderungspläne als utopische Zukunftsorientierung beizubehalten. Der Zeitraum der späten 50er bis Ende der 60er Jahre war eine Periode des Aufbaus eines neuen Familienlebens und der Suche nach neuen ökonomischen Lebensgrundlagen. In diesen Jahren, die in der psychoanalytisch orientierten Forschung zu den Folgeproblemen von Lagerhaft und Verfolgung als Latenzperiode bezeichnet wird, ging alle Energie auf die Wiederherstellung eines zumindest nach außen hin normalen Lebens. Die Zahl der Eheschließungen und Geburten war außerordentlich hoch, die Bereitschaft, sich sehr flexibel in allerlei geschäftliche Abenteuer zu stürzen, ebenso. Lagerhaft, Ghettoisierung, Diskriminierung und Verfolgung waren in dieser Zeit kein Thema, weder in Europa noch in den USA oder in Israel, weder unter den Juden noch in der allgemeinen Gesellschaft. Im Unterschied jedoch zu den Ländern und Gesellschaften, in die die meisten Überlebenden ausgewandert waren, blieb die Erinnerung an die Vergangenheit für Juden in Deutschland latent erhalten. Auch sie verdrängten die Erinnerungen, die sich nicht selten in Depression und Tablettensucht einen Weg bahnten, aber die Verortung des eigenen Lebens auf dem Hintergrund dieser Erfahrung blieb erhalten. Die Juden lebten in einem freiwillig eingerichteten sozialen Ghetto und achteten darauf, in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung zu treten. Dies sollte sich später auf die beruflichen Perspektiven ihrer Kinder auswirken, unter denen Berufe eher selten waren, die eine intensive Kommunikation mit den Bürgern des Landes voraussetzten, wie Sozialarbeiter, Erzieher oder Lehrer. Nach außen hin stellten sich die Gemeinden als religiöser und politischer Interessenverband der Juden in Deutschland dar. Ihre Repräsentanten, die an der Schnittstelle zur Außenwelt amtierten, erfüllten diese Aufgabe meist über Jahrzehnte, ohne je daran zu denken, politischen Nachwuchs aufzubauen. Der Eindruck liegt nahe, dass es sich bei diesen Funktionen um eine Form der individuellen Weiterlebensstrategie gehandelt haben mag, die abzugeben so bedrohlich war, was in besonders konfliktreichen Gemeinden wie Berlin ein Teil des Problems von heute zu sein scheint. Bis weit in die 60er Jahre entstammte die Führungsschicht dem deutschen Judentum, auch wenn sie Gemeinden von mehrheitlich osteuropäischen Juden vorstanden. Der zentrale und nationale Dachverband, eine Einrichtung, die 1933 als Reaktion auf die antisemitische Stimmung unter den Nazi ins Leben gerufen wurde und 1950 wiederbelebt wurde, hatte daher auch seinen Sitz in Düsseldorf, einem Bundesland in der ehemals britischen Zone, in der sich mehr deutsche als polnische Juden befanden. In die DDR hingegen ging nur ein sehr kleiner Teil der zumeist deutsch-jüdischen Reemigranten, um an dem Aufbau eines besseren Deutschland teilzuhaben. Als Kommunisten oder Sozialisten waren sie kaum an einem jüdischen Gemeindeleben interessiert. Dementsprechend klein waren die wenigen Gemeinden, die es gerade mal auf ungefähr 600 Mitglieder brachten, von denen die Hälfte in Berlin ansässig war. In den meisten Familien sozialistischer Rückkehrer aus dem Exil wurde auf die jüdische Herkunft ausdrücklich kein Wert gelegt. Im Westen wurden die in den 50er und frühen 60er Jahren entstandenen offiziellen Beziehungen zwischen Repräsentanten der jüdischen Gemeinden und Vertretern der westdeutschen Politik von manchen Zeitzeugen als die Ära mit der Ära des Hofjudentums verglichen. Das mag von außen so ausgesehen haben. In Wahrheit spielten die Juden in Deutschland in diesen Jahrzehnten gar keine Rolle, da die jüdischen Verhandlungs- und Gesprächspartner, wenn es um die Auseinandersetzung über die Wiedergutmachungsgesetzgebung
und die Wirtschaftshilfe für den diplomatisch von der Bundesrepublik noch nicht anerkannten Staat Israel ging, aus dem Ausland kamen. Die bilaterale Interaktion spielte sich eher auf der Bühne der Gedenkveranstaltung ab. So luden die jüdischen Gemeinden deutsche Politiker und Würdenträger zu ihren jährlichen stattfindenden Gedenkstunden zum 9. November ein. Zu dem rituellen Austausch stereotype Einspruchsgesten gehörte auch die wiederkehrende Forderung gegen Antisemitismus und Friedhofsschändungen auf der einen und die Versicherung während den Anfängen auf der anderen Seite. Nach über einem Jahrzehnt der Verdrängung und Verleugnung, in dem sogar eine große Unsicherheit darüber herrschte, ob etwa der Begriff Jude ein Schimpfwort sei, bewirkten die NS-Prozesse Anfang der 60er Jahre eine erste Akzentverschiebung in der öffentlichen Behandlung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Zum ersten Mal wurde die deutsche Bevölkerung mit konkreten Einzelheiten der Ereignisgeschichte des Holocaust konfrontiert. Die Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in Jerusalem und der in Frankfurt am Main beginnende Auschwitz-Prozess leitete eine Veränderung in den sozialen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden ein. Eine erste Annäherung war der Nachkriegsgeneration vorbehalten. Die deutsche Studentenbewegung, die sich Ende der 60er Jahre mit revolutionärer Auflehnung gegen die autoritäre Adenauer-Regierung wandte, lehnte nicht nur das Schah-Regime in Persien und das amerikanische Engagement in Vietnam ab. Der Protest gegen die Verlogenheit der Elterngeneration, die die neue ökonomische Prosperität mit der Duldung von ehemaligen Nazis an Gerichten, Universitäten, Schulen und in der Politik erkaufte, konnte auch von jüdischen Studenten und Schülern geteilt werden. Zum ersten Mal gab es im Nachkriegsdeutschland Themen und Inhalte, die jüdische Schüler und Studenten mit ihren Kommilitonen teilen konnten. Aber dieser Konsens über gemeinsame gesellschaftspolitische Ziele war nur von kurzer Dauer. Die Reaktion der Neuen Linken auf den Sechstagekrieg 1967 und die daraus resultierende linke Zionismuskritik führte schnell zu einer neuen Distanz. In der Verurteilung der israelischen Regierungspolitik zeigten sich bereits Züge eines moralischen Rigorismus, der im weiteren Verlauf der bundesrepublikanischen Geschichte zu einem der Hauptkriterien für die Beurteilung der Nahostpolitik werden sollte. Das durch eine Atmosphäre unklarer Schuldgefühle entstandene Bedürfnis nach moralischer Eindeutigkeit äußerte sich zunehmend in der Solidarität mit all jenen, die als Opfer politischer Aggression identifiziert wurden. Die auf die Palästinenser gemünzte Parole von den Opfern der Opfer, denen die besondere deutsche Verantwortung zu gelten habe, bot auch den entlastenden Vorteil, dass die ehemaligen Opfer der Nazis nun auch als Täter angesehen werden konnten. In den Selbstverwaltungen der Gemeinden vollzog sich nun auch ein Herkunftswechsel. Den deutschstämmigen Gemeindevertretern folgten nun Juden aus Osteuropa, die kaum eine emotionale Bindung an das Erbe des deutschen Judentums hatten. In Frankfurt am Main beispielsweise wurde 1979 gegen den Protest alter Frankfurter Juden das traditionsreiche Philanthropien, eine Anfang des 19. Jahrhunderts gegründete jüdische Schule, an die Stadt verkauft, um finanzielle Mittel für ein neues Gemeindezentrum zu gewinnen. 1999, 20 Jahre später, verkehrten sich die moralischen und historischen Zuschreibungen auf paradoxe Weise. Als die israelitische Kultusgemeinde München unter dem Vorsitz der aus Bayern stammenden Charlotte Knoblauch das Grundstück der alten Hauptsynagoge verkaufte, die am 9. Juni 1938 von den Nazis abgerissen wurde, wiederum um Kapital für ein neues Gemeindezentrum am Jakobsplatz zu erhalten, warfen ihr nun polnischstämmige Juden den Ausverkauf jüdischen Erbes vor. Solche historischen Sensibilitäten als stetige Versuche, Konsequenzen aus dem moralischen Erbe der Massenvernichtung zu ziehen,
sind bis heute bei den Jevrei nicht festzustellen. Eine Phase der Konsolidierung der jüdischen Gemeinde trat in den 80er Jahren ein. 8 Großgemeinden mit mehr als 2000 Mitgliedern und knapp 70 Kleingemeinden mit Mitgliederzahlen zwischen 5 und 500. In diesen Gemeinden entstand das, was ich nennen möchte, das bundesrepublikanische Judentum. Der ökonomisch prosperierende Staat und die grundsätzliche Bereitschaft der deutschen Medien, sich der nationalsozialistischen Vergangenheit zu stellen, führten dazu, dass die Juden ihre Koffer auch symbolisch auspackten. Der emotionale Fokus war nach wie vor auf Israel gerichtet und mit dem Begriff Heimat werden sich wenige Juden das Land beschrieben haben, in dem sie lebten. Fast alle Männer im wehrpflichtigen Alter machten von der Ausnahmeregelung Gebrauch, dass Söhne von Opfern des NS-Regimes nicht bei der Bundeswehr dienen müssen, ein Problem, was sich jetzt von selbst erledigt hat. Der konkrete Ausdruck für eine selbstbewusste Einstellung zum Leben in Deutschland war jedoch die zahlreichen Bauprojekte für Gemeindezentren und Synagogen, die in den 80er Jahren entstanden. Während die jüdische Gemeinde in den Jahrzehnten zuvor auf Zurückhaltung bis zur Unsichtbarkeit im öffentlichen Leben bedacht war, wurden nun Konflikte offen und radikaler ausgetragen. Das Beispiel der Bühnenbesetzung durch die Mitglieder der Frankfurter jüdischen Gemeinde anlässlich der Generalprobe zu Rainer Werner Fassbinders Stück »Die Stadt der Mühlen der Tod« an den städtischen Bühnen im Jahr 1985 ist sicher noch den meisten in Erinnerung. Das Bild, das Fassbinder über die Rolle der Juden im Nachkriegsdeutschland entworfen hatte, die Unterstellung einer jüdischen Rache durch die bewusste Zerstörung der Stadt, stellte alle stillschweigenden Sprachregelungen in Frage, nichts Negatives über Juden zu sagen. Damit rückte eine jüdische Gemeinde zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit, die nichts anderes im Sinn hatte, als ihre Unsichtbarkeit zu wahren. Zugleich, wenn auch ohne jeden ursächlichen Zusammenhang mit dem Frankfurter Coming-out und aus ganz anderen Gründen, änderte sich das Verhalten der DDR zu ihren jüdischen Bürgern. Die Regierung Honecker versuchte angesichts der kaum noch zu verbergenden ökonomischen Probleme und eines unaufhaltsamen Legitimationsschwunds der bürokratischen Herrschaft nach Westkontakten, um Handlungserleichterungen zu erwirken. Eine Annäherung an jüdische Organisationen schien der Partei als erfolgversprechend, mit dem Ergebnis, dass es unter anderem einige Ausreiseerleichterungen gab und ein Rabbiner in Berlin eingestellt wurde. Inzwischen war in Ostberlin eine jüngere Generation von Juden herangewachsen, deren Distanz zum Judentum mit einem neuen Interesse an der jüdischen Herkunft ihrer Eltern einherging. Sie machten sich auch in der DDR Ende der 80er Jahre auf die Suche nach ihren Wurzeln, was in Ausstellungen, Gesprächskreisen, einer internationalen Konferenz und Publikation ihren Ausdruck fand. Die aktuelle Phase der Beziehung zwischen Juden und Deutschen spielt sich vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ab. Die Einstellung zu Nationalsozialismus und Holocaust bildet nicht mehr den alleinigen Maßstab deutscher Intellektueller, Publizisten, Künstler und Politiker für die moralische Integrität und Identität in Deutschland. Für die Mehrheit der Bevölkerung war das ohnehin nie der Fall. Obwohl realpolitisch keinerlei Zusammenhang zwischen dem Holocaust und der Teilung Deutschlands nach 1945 besteht, wurde die Wiedervereinigung als das endgültige Ende des Zweiten Weltkriegs aufgefasst. Noch immer wird Auschwitz mal als Kern eines moralischen Bewusstseins beschworen, mal als vermeintliches Tabu mit rhetorischem Überschwang gebrochen. In dem letzten Jahrzehnt deutsch-jüdischer Beziehungen verlagert sich der historische Diskurs über die nationalsozialistische Vergangenheit auf eine symbolische Ebene, die architektonische Denkmäler mit einbezieht.
Die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und seiner antisemitischen Politik wurde zunehmend an Bildungseinrichtungen, Museen und Mahnmalsanlagen delegiert. Dieser Prozess der Historisierung ist auch Ausdruck eines weitgehend öffentlichen Konsenses über die Inkorporation dieses Teils der Geschichte in die deutsche Gesellschaft und ihre Bildungseinrichtungen, die mit einer wachsenden Integration der Juden, besonders der nachwachsenden Generationen, einhergeht. Aus den Auswanderungsgemeinden der Nachkriegszeit sind Einwanderungsgemeinden geworden. Viele Kleingemeinden, die vom Aussterben bedroht waren, können sich heute mit bedeutenden Mitgliederzahlen schmücken und wären ohne die Zuwanderung der Jevrei verschwunden. In vielen größeren Gemeinden wie Berlin, München, Düsseldorf oder Hamburg hat sich die Zahl verdoppelt oder verdreifacht. Damit hat auch ein Prozess der Pluralisierung der Gemeinden selbst begonnen. Die Struktur der Einheitsgemeinde, aus der Not der Nachkriegsjahre geboren, ist dabei bis heute intakt geblieben. Doch unterschiedliche Strömungen und Orientierungen im Judentum, nicht zuletzt auch das Interesse von Frauen an gleichberechtigter Teilhabe am religiösen Leben, hat in und neben den Gemeinden zu Zusammenschlüssen geführt, die ihr eigenes Leben entwickeln. Für die große Zahl der Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion stand zunächst weniger die Religion als vielmehr die Alltagsprobleme im Vordergrund. Für die ältere Generation bedeutete dies Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg, während sich die Jüngeren je nach Beruf und Qualifikation besser in die hiesigen Gewohnheiten einfinden konnten. Ein Phänomen, das jeder Einwanderungsgruppe zu eigen ist. Die Definition des Status als Jude unterscheidet allerdings die Erfahrung der Jevrei von den Spätaussiedlern und anderen Minderheiten. Verwies die in den Pass eingetragene Zuschreibung Jevrei auf die nationale und nicht auf die religiöse Zugehörigkeit, wird Judentum in Deutschland als Konfession und nicht als ethnischer Zusammenschluss verstanden. So gibt es durchaus Fälle von Jevrei, die sich als Christen verstehen. Die nur auf dem Papier garantierte Konfessionsfreiheit machte den Sowjetbürgern über Jahrzehnte jegliche Ausübung der Religion unmöglich, sodass das Wissen und die Praxis des Judentums fast vollkommen verschwand. Die außerordentliche Zahl der internationalen, im Sowjetgebrauch Ehen, hier würde man eher interkonfessionellen Ehen sprechen, stellte und stellt die jüdischen Gemeinden vor das bemerkenswerte Problem, dass sie zwar die Fürsorge und Integration für diesen Personenkreis übernommen haben, die Kinder von Eltern unterschiedlicher religiöser Provenienz aber nicht als Juden anerkennen wollen. Der Zugang zu den Institutionen der Gemeinde wird nämlich nach dem jüdischen Religionsgesetz geregelt, nach der nur Kinder, die von einer jüdischen Mutter geboren wurden, als Juden gelten. Diese Regelung wird dafür verantwortlich sein, dass nur weniger als die Hälfte derer, die unter dem Jevrei-Ticket in die Bundesrepublik gekommen sind, auch den jüdischen Gemeinden beigetreten sind. War die Handvoll deutscher Juden, die 1945 mit einer großen Zahl traditionell und religiös empfindender polnischer Juden konfrontiert war, durch deren Jüdischkeit, fehlender formaler Bildung und als dem unschicklich empfundenen Verhalten abgeschreckt, so fanden die bundesrepublikanischen Juden die Jevrei nicht weniger befremdlich. Ein forderndes Auftreten bei den Behörden, das Bestehen auf der Pflege der russischen Kultur durch Theatergruppen und russische Literaturvereine, die jährlichen Feiern zum Tag des Sieges am 9. Mai, die in mit Orden geschmückten Uniformen begangen wird, ließ die Jevrei mehr als Russen, denn als Juden erscheinen. Das hiesige deutsch-jüdische Paradigma, das durch die jeweiligen Rollen während des Vernichtungsprozesses definiert war, in dieses Paradigma passten sie nicht hinein und die Massenvernichtung und der Holocaust gehörten nicht zu den Kriterien ihrer Selbstdefinition als Juden. Die Mehrzahl der älteren Zuwanderer verfügt zudem auch nicht über persönliche Erfahrung mit der SS und der Gestapo. Sie lebten in einer Gesellschaft, die der Verfolgung der Juden durch die Deutschen keine Bedeutung beimaß
und die das russische Heldentum und die sowjetische Opferbereitschaft im großen Vaterländischen Krieg feierte. Diese Zurückhaltung gegenüber der jüdischen Abkunft verändert sich mit der Zuwanderung nach Deutschland. Nicht nur, weil die jüdischen Gemeinden die Integration der Zuwanderer in finanzieller, religiöser und sozialer Hinsicht übernommen haben, sondern auch, weil das Thema des Massenmords an den europäischen Juden inzwischen im deutschen Schulsystem, den Medien und der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielt. Wie bei allen Integrationsprozessen ist auch hier festzustellen, dass sich in einem wechselseitigen Prozess alle an der Integration beteiligten Parteien allmählich verändern. Die in der neuen Umgebung gelernten Auffassungen und Deutungen über Geschichte und Religion führen dazu, dass nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit neu interpretiert wird. Das besondere Verhältnis der hier lebenden Juden zu Deutschland und die durch die Vergangenheit begründete Befangenheit der Deutschen gegenüber den Juden führen bei vielen Zuwanderern zu einer rückwirkenden Umdeutung ihres Status als Juden, auch in der Sowjetunion. Aber auch die Juden in der alten Bundesrepublik haben sich verändert. Der selbst auferlegte Zwang, die Einheitsgemeinde nicht nur als Dach für eine Vielzahl von religiösen Orientierungen zu sehen, sondern als ängstlich bewahrte Einheit in der Zusammengehörigkeit, von der niemand abweichen darf, hat sich gelockert. Der Effekt, nur bestehen zu können, wenn alle das gleiche denken, fühlen und aussprechen, ein kennzeichnendes Verhalten von traumatisierten Menschen, ist der Erkenntnis gewichen, dass eine Vielfalt von jüdischen Lebensformen keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für die Gemeinschaft sein kann. Es bedurfte jahrzehntelanger Kämpfe um Anerkennung und Unterstützung, bis es den alternativen Gottesdienstgruppen gelungen ist, Räume und Mittel von den Gemeinden zu erhalten. Zu den großen Neuerungen im aktuellen Judentum gehören die inzwischen etablierten Synagogengemeinden, die alternativ operieren. Seit fast zwei Jahrzehnten ist eine Neubewertung theologischer Praxis zu beobachten, die sicher ursächlich mit dem Zusammenbruch universeller politischer Ziele durch den Zerfall der Sowjetunion zu tun haben. Für die jüngeren Generationen ist die hier übliche Gemeindeorthodoxie, in der ein schwer durchschaubarer Gottesdienst nur von denjenigen bewältigt werden kann, die in einer gesetzestreuen Familie aufgewachsen sind und einen entsprechenden Unterricht erhalten haben, wenig attraktiv. Die seit langem in Deutschland präsente und weltweit operierende Gruppe der Lubavitcher Chassidim, für manche eine jüdische Sekte, für andere eine moderne neo-orthodoxe Form der Frömmigkeit, zieht viele Jevrei an, die den apodiktischen und sichtbaren Stil ihres Auftritts schätzen. So haben es die Lubavitcher in allen größeren Städten der Bundesrepublik erreicht, im Beisein von Bürgermeistern und Lokalpolitikern öffentlich auf großen und zentralen Plätzen das erste Chanukka-Licht in einem gigantischen Chanukka-Leuchter zu entzünden. Hier vollzog sich in der öffentlichen Repräsentation des deutsch-jüdischen Verhältnisses ein Wechsel von Geschichte zur Religion. Demgegenüber hat aber auch der liberale Ritus, der einst von Deutschland aus in die jüdische Welt gegangen ist, wieder Fuß gefasst. In vielen Städten sind sogenannte egalitäre Gottesdienste entstanden, die neben dem Hebräischen auch Deutsch als Gebetssprache verwenden. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Die Trennung von Männer- und Frauenabteilung auflösen und die Frauen in rituellen Funktionen sehen. An das in Deutschland ungewohnte Bild von jüdischen Predigerinnen und Kantorinnen dürften sich inzwischen vier jüdische Gemeinden gewöhnt haben, in denen Rabbinerinnen ein Amt bekleiden. Diese Gemeinden sind ein Sammelbecken für Juden geworden, die sich in den überlieferten Gemeinden nicht aufgehoben fühlen, etwa weil sie in einer interkonfessionellen Ehe leben, zum Judentum konvertiert sind oder aus dem Ausland kommen. Juden in Deutschland heute sind eine kleine Minderheit in einer Gesellschaft, die sich wandelt, in einer Gesellschaft im Übergang von einer längst durch die Wirklichkeit überholten ethnischen Definition der Staatsbürgerschaft zu einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft. Diese deutsche Gesellschaft hat sich in dem letzten Jahrzehnt fundamental verändert.
und mit ihr verändern sich auch die hier lebenden Juden und ihr Verhältnis zu diesem Staat. Die Rolle, die die Juden in diesem Prozess spielen, hat mehr symbolische als tatsächliches demografisches Gewicht. Andere Minderheiten, ethnische oder religiöse, in der Mehrheit Muslime, sind erheblich relevantere Faktoren und ihr Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft dieser Gesellschaft wird weitaus entscheidender sein. Die Juden in Deutschland sind heute zugleich ein Element des Übergangs in eine kulturell offene Zukunft einer Nation und oftmals auch eine lebende Erinnerung an die kriminelle Vergangenheit und damit eine Art Lackmustest für die Stabilität eines demokratischen und liberalen Umgangs mit Minoritäten. Die Juden andererseits müssen für sich ein neues Rollenverständnis gewinnen, das nicht mehr nur von der symbolischen Währung des Überlebens zehrt und seine Bedeutung für die Gesellschaft durch aktive Teilnahme an der Umgestaltung der Bundesrepublik in einen modernen, multinationalen Staat gewinnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.